Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin es wieder. Und wir sind wieder zurück in Kingdom Come Deliverance. Da vorne steht die Burg Thallenberg, die jetzt sich in Feindeshand befindet. Wir haben hier ein Lager errichtet und sollen jetzt, weiß ich auch nicht, die Belagerung oder Erstürmung vorbereiten. Ja, es ist so, es wurden einige Lager jetzt hier um die Burg errichtet. Da hinten ist zum Beispiel noch eins, denke ich mal. Sieht schon danach aus, oder? Und ja, wir sollen jetzt ein bisschen abklappern, weil die aktuelle Quest ist, Herr Divisch möchte, dass ich mich mit Hauptmann Robert über die Situation in den Lagern unterhalte. Ja, gut, okay, der ist direkt hinter mir. Na gut. Dann gehen wir da erstmal hin, mal gucken, was der zu sagen hat. Hallo? Mal aufstehen? Was soll ich machen? Spitzt die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete, darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Mein Gott. Hast du gehört, was Herr Divisch zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Ja. Und was hältst du davon? Der Tribok. Der Pfeffer soll einen Tribok bauen, hat noch nie einen gebaut, weiß wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Oh, Gottes Willen. Okay, die Moral ist anscheinend schlecht, wie man hört. Er wirkt etwas unsicher oder er schafft das. Er wirkt unsicher. Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt. Wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Okay. Wie lässt sich Thallenberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Ah. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Ja, was soll er denn machen? Ich meine, der kann doch nicht uns einfach die Burg abknüpfen, der Istvan. Oh mein Gott. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thallenberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thallenberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Okay, ja, ich sehe schon, die Sache ist eilig. Man kann sich da nicht ewig Zeit verlassen. Okay. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Istvan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. So also, so geht das. Ich hatte nie davon gehört, dass bei der Belagerung ein Tor abgebrannt wird. Aber warum nicht? Probieren kann man's. Mal. Na gut. Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Okay, was macht der Istvan so lange? Schade, dass sie sich nicht länger in Vranik verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Ja. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Wahrscheinlich. Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest hat Thallenberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divisch sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen?
Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Oh Mann. Schon krass eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Dass einfach jemand einem das Zuhause wegnimmt, sozusagen. Man nicht mehr reinkommt. Oh, man muss sich mit Waffengewalt wieder Zutritt schaffen. Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thalenberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thalenberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Okay. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre... Tost ist ein... Gut. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Das hat er schon gesagt. Sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Okay. Auf bald. Dann würde ich sagen, alles klar. Wisst ihr Bescheid, so mehr oder weniger? Oh, viel zu tun. Alter! Alter, optional, okay. Hör dich in den Lager um, ob jemand Hilfe benötigt, ist klar. Sprich mit Meister Pfeiffer, das ist der, der den Triebwerk bauen soll. Sprich mit dem Quartiermeister, sprich mit Herrn Devisch, sprich mit Hauptmann Bernhard, frag die Köhler dagegen, ob sie Pech entbehren können. Jo, irgendwo muss man anfangen. Guck mal, ob wir hier noch einen in der Nähe haben. B. Pfeiffer, ja, der rennt da rum. Der holt sich wahrscheinlich Inspiration da hinten gerade. Sieht sehr besorgt aus, wie er das Gott machen soll. Gott segne dich. Das betrübt dich. Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Triebock bauen. Ganz recht. Einen Triebock, der die Mauern Thalenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Ach, das weiß ich schon über Kriegsgerät. Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Triebocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Das klingt gut, wer auch immer das ist. Konrad Kieser? Den können wir holen. Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Belagerung von Nikopolis, da war auch der Istvan beteiligt. Ich habe nochmal reingeschaut, in die zweite Folge war das, glaube ich, wo er ihn zum ersten Mal gesehen hat. Der hat irgendwas gesagt, oh, hätte ich dieses tolle Schwert damals schon gehabt, dann wäre Nikopolis anders ausgegangen. Es ging um das Schwert, das Heinrichs Vater für Ratzig geschmiedet hat. Ja. Na gut, also keine Ahnung. Anscheinend war dort jeder, der Rang und Namen hatte. Wer war bei Nikopolis? Ja, ich helfe. Was, mit Sigismund? So. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Aha. Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Aha, der Superkonstrukteur. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun, nur im äußersten Notfall. Nein! Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Okay. Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur ergeht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Triebock nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Triebock gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Okay, na gut, ich sehe schon, das ist nicht so ganz einfach. Ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Triebock doch noch. Dann viel Glück. Genie und Wahnsinn. Also, wir müssen wohl zurück nach Sasau. Bei Gelegenheit, ich würde sagen... Was ist denn das? Also, das erste Banditenlager hier. Ich weiß gar nicht, wie die Lage in Pribislavitz ist. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Geld übrig. Da müssen wir, glaube ich, noch nicht unbedingt wieder hin. Was haben wir hier? Herrn Divisch. Köhler in der Gegend. Hauptmann Bernhard und... Was ist nochmal Hauptmann Bernhard? Quartiermeister. Ja, das hier würde direkt auf dem Weg liegen. Ich würde sagen, wir gehen direkt zu Herrn Divisch.de,
quatschen mit den Kollegen und dann reiten wir weiter nach Sarso, holen uns die Kollegen. Genie und Wahnsinn. Und ist es jetzt hier eingezeigt? Ach da. Da ist es drin. Okay, super. Das klingt doch wie ein Plan, würde ich sagen. Also plötzlich erstmal herkommen. Plötzlich rein. Da bist du ja. Im Kloster steckt er. Gut, Punkt D. Das ist das Lager da hinten tatsächlich. Wir kommen hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. So, direkt einfach vorbei. Ja, ich frage mich echt, was der Ischfan jetzt macht. Ob der das sich auskennt mit so Belagerungen. Ach da, unten ist wirklich da unten ist das Dorf jetzt. Okay, ja, der, ich meine, so ganz ruhig wird der wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Der sitzt jetzt da in seiner Burg und weiß, dass ja. da irgendwas passieren wird irgendwann. Und er wird sich vorbereiten irgendwie. Aber er hat ja auch nur das, was halt da war, bevor er... Lass ihn vorbei, du Viech! Ah. Er hat ja auch nur das, was da war, bevor er dort eingebrochen ist. Hat er, glaube ich, nicht wirklich was mitgenommen irgendwie. Na gut, ist eine merkwürdige Stille hier. Oh, Bienenstock! Bienenstock. Ja. Ja, jetzt ist der Krieg hier sozusagen angekommen in der Gegend. Krass. So, wir haben ein Lager entdeckt, da war der Divish. Der wurde, glaube ich, von einem Pfeil auch erwischt. Hallo, Herr Divish. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Wie fühlst du dich, Herr Divish? Oh, wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ich fühle mich schrecklich und meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach... Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? Was benötigst du, Herr? Ein Pfarrer und ein Arzt. Der nächste ist in Rovna. Aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Godwin, Pater Aber wozu Godwin. Benötigst du einen Pfarrer? Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben. Und all die Toten. Ich muss beichten. Alles Gute. Dann soll er doch selber los. Unmöglich. Jo, also nach Rovna sollen wir auch noch. Oder? Uschitz ist da drin. Also er sagt, der nächste wäre in Rovna, aber er weiß nicht, ob der noch da ist. Und ich weiß, dass wir den da mal hingeschickt haben, also er müsste eigentlich da sein. Aber es ist nicht als Questziel eingezeichnet, also naja gut. Vielleicht bauen wir doch einen kurzen Abstecher hier zu den Köhlern hin. Es liegt ja noch fast auf dem Weg. Punkt F. Ja. Gibt's einiges zu erledigen hier. Punkt F. Das müsste da drüben sein. Bitte ein Heiler aus dem Kloster. Na gut, da gehen wir sowieso hin. Und hier ist aber auch halbwegs richtig. Mal gucken, ob wir an den Bach entlang reiten können. Da kommen wir jedenfalls dahin. Das wäre genau das Richtige. Ja. Aber ich glaube, am Bach entlang reiten ist aber nicht so lustig. Der Weg ist aber nicht weit. Komm, wir machen das. Da ist der Weg schon zu Ende. Da kommen wir nicht durch, oder, Plätze? Wir versuchen das jetzt mal. Der Weg ist nicht weit. Komm. Geh mal drunter durch. Das macht er nicht. Das geht nicht. Ach, du machst mich krank. So ein Mist. Jetzt bin ich ganz nass. Ach, so ein Ärger, echt. Komm her, Plätze. Beweg dich. Du unmögliches Viech! Jetzt muss ich zu Fuß laufen! Ja komm! Beweg dich! Also, stopp mal. So, Plätze. Ja, jetzt sind wir. Sag mal, Karte, jetzt sind wir hier. Ja gut, ich gehe mal diesen Weg hier entlang. Geradeaus weiter, dann nach links und dann. Ach, weiß ich nicht. Auf den Dings. Auf den Punkt zu. Da ist der Weg. Sehr gut. Ja. Und jetzt immer Richtung F weiter. Dann haben wir das Pech, damit wir das Tor ordentlich anzünden können. Das klingt doch gut. Ich hoffe, das kostet mich nichts. Ja, es war gar nicht so lange, dass wir hier gewesen sind. Irgendwie, wir waren hier bei dem Köhler und haben den verklopft. Noch
weiter. Ja, der verkloppt, weil der irgendwas ins Kalis geklaut hat oder sowas. Ist gerade erst mal ein paar Folgen her. Da unten muss es sein. Also wenn ich ihn verkloppt habe, dann hat er vielleicht keine Lust mir zu helfen. Aber wir können mal gucken. Oh, ich ziehe mich jetzt mal um hier. Ich laufe herum wie der letzte, weiß auch nicht. So, Köhlermeister. Da muss es sein. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich bin auf der Suche nach Pech für Thalmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Thalmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es euch bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Okay, das läuft schon alleine anscheinend. Ich wachen. Okay, da müssen wir dem Quartiermeister sagen, dass jemand das Pech holen soll. Das klingt gut. Der Quartiermeister ist ja, glaube ich, im Steinbruch. Yes, sehr gut. Also, das klappt. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir möglichst schnell nach Sarsau kommen. Ja, ach, die Wege führen alle in die falsche Richtung, was soll man da machen, so ein Mist. Mitten durch den Wald reiten, hier müsst ihr eigentlich hin. Wir reiten mitten durch den Wald, plötzlich kann das gut. Da ist sie. Na? Aber, ach du. Okay, darüber. Ja. Das ist ja wieder eine Quest, die aufwendig ist, weil wir viele hin und her laufen müssen, aber nicht so anstrengend wie die mit dem Trank für Herrn Carpon. Alter, da muss er auch Zeug besorgen. Da muss ich teilweise nicht mehr, also nicht nur besorgen. Ah, du blödes Pferd, ey. Gott, das will. Nicht nur besorgen, sondern das war ja auch irgendwie was mit dem Wiedergänger und Klauen und. Die war echt krass. Aber hat ja auch Spaß gemacht. So, ja. Wir sind immer noch auf dem Weg, das ist gut. Ich glaube, wir reiten jetzt mal nach links. Sonst laufen wir hier Umwege. Ja, wer hätte gedacht, dass die Hauptquest jetzt zu sowas führt? Hätte ich jetzt also nicht gedacht, dass auf einmal irgendwelche Belagerungen stattfinden. Mann, Mann, Mann. Und am Ende steckt noch der Siegesmund irgendwie mit drin. Da wird jetzt auch immer wieder erwähnt. Das ist der... Ich glaube, der angreifende König, oder? Und bei Menzel ist der, der im Knast sitzt. Ja. Der Faule. Und Siegesmund ist, glaube ich, der... Ist nicht richtig. Siegesmund ist der, der Menzel vom Thron stoßen will. So, okay, das passt wunderbar. Einfach nur geradeaus weiter über die Furt und ja. Da haben wir auch noch eine Furt oder so. Ja, reiten wir dahin. Ja! So, liebe Leute, jetzt sind wir fast im Kloster angekommen. Ich hüpfe gerade durch die Furt. Und ja, bin mal gespannt. Ah, jetzt ist er fast in den Bach gefallen. Mein Gott, platze echt! Also, sollen wir einen Priester besorgen und den Meisterarchitekten da? Yeah! Das soll jetzt irgendwo hier sein. Zu Konrad Kaiser im Sarsauer Kloster auf. Bitte ein Heiler aus dem Kloster nach Thalmberg zu kommen. Maja ist AB, aber das ist, glaube ich, fest. Da müssen wir nicht suchen. Den anderen Kollegen müssen wir erstmal suchen. Kommen wir unterwegs mal mit Mönche fragen noch. Hallo? Na? Bruder Pförtner? Frag mal den mal. Weil ich weiß es ja. Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Und was willst du von dem alten Hasen? Ich kann nicht sagen. Vergiss es, was kümmert's mich? Er ist im großen Haus bei den Klostergärten. Aha! Mach's gut. Okay, war gut, dass wir gefragt haben. Jo, jetzt wissen wir Bescheid. Sehr gut. Wunderbar. Ach, den Heiler sollen wir holen. Den Nikodemus, oder wie er heißt.
Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Mecker doch nicht so. Es? Die Adligen belagern Thalmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Schreckliche Zeiten sind es. Ich finde einfach keinen Schlaf. Glücklicherweise habe ich gerade kaum zu tun. Also packe ich und begebe mich nach Thalmberg. So einfach. So einfach. Möge Gott es dir tausendfach vergelten. Gott sei mit dir. Na, das ging jetzt einfach. Ich hätte gedacht, jetzt ziert sich, ich muss irgendwas anderes noch machen, ich muss ihn bezahlen oder sonst irgendwas. Alles einfach. Sehr schön. So, jetzt noch den Meisterarchitekten. Meisterkonstrukteur. Sitzt da mit dem. Wer war das da? Der Klostervorsteher hier. Sitzt er da? Würfelt vielleicht. Komm gar nicht rein. Hoppala. Ich bin zu groß. Groß gewachsen. Ach. Da ist die Rückseite mit dem Klo. Gut, hätte ja sein können, dass die da sind. Aber klar, ich hätte es besser wissen müssen. Die sitzt bestimmt da oben. Hey, Heinrich, komm. Komm schon. Was soll das bitte werden? Hallo? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Finde ich hier Konrad Kieser? Jawohl, den weltberühmten Konrad Kieser. Weltberühmt? Uiuiui. Wenn nicht, dann bald. Unser Meister Kieser ist ein Vordenker. Du würdest nicht glauben, was er alles erfindet. Von ihm wird die Welt noch hören. Merk dir meine Worte. Ich muss mit ihm sprechen. Ach ja? Weswegen denn? Oh Gott, Urban, er ist nicht so gut. Gut, er ist in Verteidigung ganz gut. Ich bin Bruder Geiste. Ja, das müsste vielleicht klappen. Neue Waffenlieferung. Tobias Favor schickt mich. Was war jetzt das, dieser Stern da vorne? Ich weiß nicht, ob das klappt. Tobias Favor schickt mich. Er möchte Meister Konrad bei der Belagerung Thalmbergs um Hilfe bitten. Dann muss es wichtig sein. Ja. Geh nur. Wenn Danke. Gleich ich nicht weiß, wie er von hier aus helfen soll. Da ist der Schlüssel. Oh. Wow. Alles Gute. Ich habe jetzt den Schlüssel des Haus des Kustos. Wer hätte das gedacht? Was ist das? Sebastian von Berg, der mag mich nicht und ich mag ihn nicht. Da drüben? Im Zimmer? Nee. Peter? Wo ist er? Er ist hier nicht. Vielleicht so unten. Da! Ah, ist der Schreiber. Oha. Was kommt jetzt? Tritt ein. Wow. Bei Joshuas Posaunen hast du mich erschreckt. Was war das? Der hat doch gerade gesagt, tritt ein. Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Tobias Favor, der Bergbaukonstrukteur aus Garlitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Favor? Tobias Favor? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen sie zurückerobern. Meister Favor wurde mit dem Bau eines Triboks betraut. Aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt. Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Oh, jetzt muss ich mir helfen, oder? Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Er wurde verbannt. Manche würden sagen, ich wurde verbannt.
Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. In Bettlern heißt die wirklich so. Ich hab vorher gedacht, ich hab mich verhört. Wurdest du dort eingesperrt? Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Okay. Warum kann er jetzt nicht weg? Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Okay. Ach Gott, kann ich dich abwerben? Baumeister nicht irgendwie überreden? Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davon zu stehlen. Okay. Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Alter! Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Klingt gut. Wie bekomme ich den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Sorry dafür, dass Connor den Bauplatz verlässt und sich nach Thalmberg. Also steht das Auftragsschreiben des Abtes von Baumeister Karel. Sorge dafür, dass Karel das Geld für die Lohne ausgeht. Ich muss ihn mir klauen, okay. Du kannst wirklich nicht gleich mitkommen? Verflixt. Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herab. Das hatten wir schon. Ja, komm. Das hatten wir alles schon. Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld? Gott. Okay, danke für Danke für das Gespräch, Herr. Sehr gerne. Gut. Ich habe da gerade nochmal draufgeklickt, weil ich dachte, da ist da was ich nicht gesehen habe. Aber wir haben das ganze Gespräch ja schon geführt. Es hätte nur eine andere Gesprächsoption gegeben und die will ich jetzt nicht alle durchklappern. Das ist irgendwie doof. Gut, also, Konrad Kieser. Dann schauen wir mal. Jetzt muss ich bis zum Abend warten. Wie schaut's aus? Steht das Auftragsschreiben des Abtes von Baumeister Karel. Und ich soll gucken, dass die Löhne... Moment mal, stopp mal. War da was? Würden Baumeister Karel die Lohngelder für seine Arbeiter ausgehen, dürfte es sich einfacher gestalten, ihn dazu zu überreden, Konrad Kieser von seinen Pflichten zu entbinden. Doch wie komme ich an das Geld? Karel liebt das Würfelspiel. Soll ich es versuchen oder soll ich ihn einfach berauben? Oh, das wäre mal was. Wieder mal ein bisschen würfeln. Ist schon eine Weile her bei mir. Es war Konrad, der vorschlug, einen gefälschten Brief im Namen des Abtes aufzusetzen, da dieser gerade abwesend ist. Doch dafür benötigen wir ein Schriftstück mit seiner Unterschrift und einem Siegel, wie es etwa Baumeister Karel besitzt. Na gut, also wir gucken mal, wo jetzt was steckt. Beides da drüben. Er würfelt also gerne. Der Fragwiball. Vielleicht habe ich ja Glück. War das hier? Jawohl. Okay. Ach, das ist oben. Baumeister Karel. Vielleicht können wir den jetzt mal fragen nach dem Würfelspiel. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Der Schädel ist eine Fälschung! Ah, das war dieser Dämonenschädel vor vielen, vielen Folgen, schon ewig her. Der Schädel ist nicht echt. Jemand hat ein Geweih daran befestigt. Aber
woher nimmt man einen Menschenschädel? Und warum so etwas tun? Um die Leute zu erschrecken und den Preis hochzutreiben? Aber das hilft niemandem. Es muss ein böser Narrenstreich gewesen sein. Ein Streich, der beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Jo. Ich brauche Meister Konrads Hilfe. Dann geh und rede mit ihm. Der hat keinen Bock. Die Sache ist die, er willigte bereits ein, müsste allerdings nach Thalmberg. Das kann ich nicht erlauben. Er unterzeichnete einen Vertrag für den Bau des Klosters. Und wir zahlen ihm einen Haufen Geld dafür. Ja. Ich glaube, vielleicht schaffe ich es auch so. Konrad wäre nur für ein paar Tage fort. Gewiss kommt ihr ein Weilchen ohne ihn aus. Schon möglich, wenn er nicht umgebracht wird. Meine Antwort kennst du. Nein, er bleibt hier, bis der Abt etwas anderes sagt. Okay, er ist momentan nicht anwesend. Okay, vielen Dank für nichts. Aber die Eroberung Thalmbergs ist viel wichtiger für die Provinz. Von dem, was ich gehört habe, ist es zuvörderst deinem Lehnsherrn wichtig. Sarsau war stets neutral. Abgesehen davon nehme ich nur Befehle des Abtes entgegen. Der ist blöd. Besten Dank für deine unschätzbare Hilfe. Gern geschehen. Möge Gott dich dafür belohnen. Mach's gut. Mach's selber gut. So, da oben darf ich wahrscheinlich nicht rumlaufen. Privater Bereich, klar. Gut, er geht zum Würfeln. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt eine Weile warten, liebe Leute. Damit er, während er dann würfeln ist, wir hier reingehen können und dieses Dokument klauen können. Und wir gehen dann auch zu ihm hin und würfeln um Geld. Und ich denke, dann passt es wahrscheinlich alles. Also, aber ich würde sagen, die Zeit ist für heute schon relativ fortgeschritten. Deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal. Liebe Leute, macht's gut, bis dann, eure Lucida. Tschüss.